Hallo, mit diesem Video beginnen wir eine Sendereihe zum Putzer-Algorithmus. Der Putzer-Algorithmus ist eine Methode, mit der man die Matrix-Exponentialfunktion berechnen kann. Ja, wozu kann man diese Matrix-Exponentialfunktion benutzen? Also, in jedem Fachgebiet spielen die sogenannten dynamischen Systeme eine wichtige Rolle. Und diese dynamischen Systeme werden durch Systeme von Differentialgleichungen beschrieben. Diese Differentialgleichungssysteme kann man wiederum mit der Matrix-Exponentialfunktion lösen. Ja, und deshalb ist die Matrix-Exponentialfunktion ebenso wichtig, ne, weil sie uns hilft, dynamische Systeme zu berechnen. Ja, schauen wir uns mal an, welche Methoden zur Verfügung stehen, um diese wichtige Matrix-Exponentialfunktion zu berechnen. Zunächst einmal haben wir gelernt, wie man sie von Hand berechnet. Nur das diente allerdings mehr Übungszwecken, damit ihr erstmal versteht, was ein Matrix-Exponential oder eine Matrix-Exponentialfunktion überhaupt ist. Danach haben wir zunächst einmal Sonderfälle betrachtet. Und zwar habe ich euch gezeigt, wie man die Matrix-Exponentialfunktion einer diagonalisierbaren Matrix berechnet und danach, wie man die Matrix-Exponentialfunktion einer nilpotenten Matrix berechnet. Ja, wenn kein Sonderfall vorliegt, dann habe ich immer noch zwei weitere Methoden, und zwar zum einen den Putzer-Algorithmus, ne, den betrachten wir in dieser Videoserie. Und dann gibt es noch die Methode der generalisierten Eigenvektoren. Ja, und schließlich möchte ich noch ein Video darüber machen, wie man die Matrix-Exponentialfunktion in einer Programmiersprache berechnet. Ne, da habe ich mir gedacht, wir machen das in der Programmiersprache Python. Ne, denn da habe ich ja auch einen Kurs drüber gemacht, wie man in Python programmiert. Gut, dann gucken wir uns jetzt auf der rechten Seite die Vor- und Nachteile an, ne, von diesem Putzer-Algorithmus. Und zwar ein Vorteil ist, dass ich eine symbolische Lösung erhalte. Ja, das heißt einfach nur, dass ich eine Lösungsformel erhalte. Sowas kennt ihr schon. Zum Beispiel gibt es ja für die quadratischen Gleichungen in der Schule eine Lösungsformel. Ne, die nennt sich PQ-Formel. Und dann gibt es noch die ABC-Formel, die wird auch Mitternachtsformel genannt. Ja, das sind Lösungsformeln. So, und so eine Lösungsformel, die kann ich auch für die Matrix-Exponentialfunktion berechnen. Ja, ein Nachteil ist, dass die Rechenzeit bei größeren Systemen stark ansteigt. Ja, das heißt, ich kann diese Methode eigentlich nur für kleinere Systeme benutzen, habe dann aber, wie gesagt, den Vorteil, dass ich eine symbolische Lösung erhalte. Ja, das war's erstmal. Auf Wiedersehen.